Servus Freunde. Heute habe ich vor, die Deutsche Weinstraße abzufahren. Und zwar ab Kirchheim an der Weinstraße bis nach Schweigen. Dort ist das Weintor. Mal schauen, wie lange ich brauche und ob ich es schaffe, dorthin zu kommen. Also, sei dabei. Let's go. Hier kommen wir jetzt nach Großkalbach. Hier findet jährlich das Kendelgassenfest statt. Zwischen altem Gemäuer und direkt am Bach. Kann ich auch sehr empfehlen. Hier kommen wir jetzt nach Freinsheim. Freinsheim hat eine sehr schöne Altstadt. Die kann ich auch sehr empfehlen. In Freinsheim gibt es auch das sogenannte Altstadtfest. Das kann man auch empfehlen. Aber auch ohne dass da ein Fest ist, kann man da auf jeden Fall mal hingehen. Ist sehr zu empfehlen auf jeden Fall. Freunde, ich komme jetzt langsam nach Bad Dürkheim. Eigentlich wollte ich ja schon in Kirchheim die Weinstraße fahren, aber leider Gottes hat mich Navi anders geführt. Ich kenne nämlich nicht den genauen Weg bis ins Ziel. Ja, also ab hier geht es dann jetzt an der Weinstraße entlang, über Deidesheim, über Wachenheim, Musbach, Neustadt, Edenkoben bis nach Schweigen. Also, schauen wir mal, wo es jetzt lang geht. Hier sind wir jetzt in Bad Dürkheim. Gleich da vorne seht ihr die Saline von Bad Dürkheim. Also wenn ihr Atemwegsprobleme oder ähnliches habt, kann ich das auch empfehlen, da mal durchzulaufen. Das hilft wirklich sehr gut. Und thank you.
Hier kommen wir jetzt nach Deidesheim. Hier gibt es recht guten Wein, kann man gut essen gehen. Ist auch ein sehr, sehr schöner Ort im Prinzip. Also sehr sehenswert. Seht selbst. Servus Freunde, so, ich bin jetzt an einem Rewe-Markt angekommen. Hier werde ich jetzt mal laden. Das Schöne ist, dass sie hier direkt auf Ladesäulen hingebaut haben. Das heißt, hier mache ich jetzt mal Pause, lade meine Akkus auf, werde mir jetzt gleich mal noch was zu essen kochen. Ich habe nämlich ordentlich Hunger. Ja, warum bin ich denn jetzt eigentlich 2-3 Wochen lang nicht gefahren? Und ja, um es genau zu sagen, ich habe mir den Fuß verstaucht gehabt. Ja, der war jetzt 2 Wochen lang richtig dick. Das heißt, heute bin ich das erste Mal ohnehin wieder auf dem Fahrrad und schaue, ob es geht oder ob es nicht geht. Aber wie man sieht, geht es ganz gut. Ich merke nur, die Muskeln haben abgebaut. Die muss ich jetzt wieder ein bisschen trainieren. Ja, also mache ich mal was zu essen. Servus Freunde, so, ich bin jetzt fertig mit Essen und mit Laden. Ich fahre jetzt langsam mal wieder los. Leider werde ich mich erstmal wieder melden, wenn ich am Ziel angekommen bin, weil es eindeutig zu dunkel ist. Ich werde also jetzt leider nichts mehr filmen können. Also, bis später. Servus Freunde, so, ich bin jetzt noch so circa 8 Kilometer gefahren. Vor mir ist das Hambacher Schloss. Das werde ich euch mal zeigen, sobald es morgen wieder hell ist. Ich werde mich jetzt gleich hinlegen. Eventuell schaue ich auch noch ein paar Filme. Mal schauen. Also wenn noch irgendwas Besonderes passiert, werde ich euch auf jeden Fall wieder rausholen. Ansonsten bis morgen. Guten Morgen, Freunde. Ja, ich habe soweit ganz gut geschlafen. Zeige ich mal das Hambacher Schloss. Mal schauen, ob man das gut sehen kann. Ja, vermutlich sieht man es nicht. Das ist quasi da oben. Ich schaue mal, ob ich die Drohne steigen lassen kann. Allerdings werde ich nicht bis dorthin fliegen können, weil das Flugverbotszone ist da oben, Naturschutzgebiet. Aber das Gute ist, die Drohne hat einen Zoom. Also mal schauen, was ich drauf bekomme. Let's go. Oh, dann hole ich sie mal wieder runter, ne? Wieder sicher gelandet. Ja, das macht schon Spaß hier. Auch wenn es noch früh am Morgen ist. Also, ich fahre dann mal weiter. Let's go. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness. The anxious and panic. The infinite vastness of all that is blackness. So tell me all.
Servus, Freunde. Ja, hier musste ich doch mal kurz Halt machen. Ja, hinter mir wird Öl gepumpt. In der Pfalz wird tatsächlich an über 100 Orten, soweit mir bekannt ist, nach Öl gepumpt. Und das schon ziemlich lang tatsächlich. Hier im Kreis um Landau herum sind hauptsächlich die meisten. Aber schon interessant zu sehen. Servus Freunde, ich bin noch mal laden. Schon Wahnsinn, was man an Strom braucht, wenn es kalt ist vor allem. Die Akkus, die bringen viel weniger Leistung. Ja, und gleichzeitig geht es hier die ganze Zeit hoch und runter, hoch und runter. Ich meine, die Vogesen kommen ja auch gleich. Eventuell fahre ich noch mal kurz nach Frankreich rüber einkaufen nachher. Mal schauen. Ich lade jetzt hier auf jeden Fall erstmal voll. Und esse erstmal was. Also, bis gleich. Servus Freunde. Ja, ich schaff's jetzt leider nicht mehr ganz bis ans Ziel. Ich habe jetzt noch 25 Kilometer hin. Das Blöde ist, ich müsste ich auch heute wieder zurückfahren, sonst schaffe ich es nicht, morgen wieder zu Hause zu sein, weil ich muss am Montag wieder arbeiten. Das heißt, ich würde jetzt das Video hier beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!